Ja. So, und jetzt müsst ihr das noch ein bisschen topfen durch Füße trampeln und Schlüpper auf die Bühne würfen für die erste Darbietung heute. Sie präsentiert uns die Stoffe der Saison 2013. Ich hab Angst. Zu Recht. Darf Schminke alles, meine Damen und Herren? Ja, darf hier es. Kommt Emporia! Emily Collier! Ich weiß es auch nicht. Ich kenne nur Kuppenkäse. So, meine Damen und Herren. Ich sehe schon gar nicht. Ich freue mich darüber, dass wir ganz besonders in der ersten Reihe wieder Kinder zu sitzen haben. Wie immer. Das ist zauberhaft. Ja, eure Eltern werden euch ganz viel erklären. Eltern erklären es nachher. Ja. Und wie heißt der schöne Spruch? Fragt eure Tante, ne? Der weiß das. So, meine Damen und Herren. Das war gerade ein Grand Prix-Beitrag von letztes Jahr, hat gewonnen. Ja, hat sie gewonnen, hat natürlich gewonnen. Zu Recht, war toll. Absolut. Also was machen wir? Wir schicken dasselbe jetzt auch ins Rennen. Ja. Nur in dick. Nur in dick, ne? Ja. Wirklich eine Randgruppe. Und was ich ganz, ganz toll finde, ich finde ja, also Österreich. Österreich ist aber so mein Favorit. Nicht wegen der Lieder, die Lieder sind grundsätzlich immer scheiße von Österreich. Holland hat tolle Nummern dabei. Nein, aber Holland hat in den letzten Jahren auch immer abgekackt, aber dieses Jahr. Man kann ja schon einzelne Titel sich im Internet anschauen. Der Eurovision Song Contest ist ja quasi das schwule Weihnachten. Und im Mai findet er ja wieder statt. Und ich sage euch, diesmal rockt hier das Viertel, denn die Niederlande werden den Preis holen.
zu Recht, eine tolle Nummer. Wir werden sie ja entweder auf der Außenterrasse schauen oder drin auf dem Innenhof. Wer Lust hat, wer kommt denn da? Juhu! Touris! Juhu! Das macht immer besonders viel Spaß, Touris erschrecken. Das ist lustig. Ja. Die fragen ja auch, die Potsdamer sind total verrückt. Nee, die tragen Turmfrisuren und gelbe Kostüme. Nee. Das passt. Das passt schon sicherlich. Also, wenn ihr Lust habt, vorbeizuschauen, wir schauen hier gemeinsam den Grand Prix, feiern ab. Wann ist sie nochmal? 18. Mai müsste es sein. Du hast es gelernt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, es ist 18. Mai. Ich dachte, ich lege dich jetzt rein. Aber schade. Nein. Hat nicht geklappt. 18. Mai, 21 Uhr. Von 17 Uhr trinken wir uns warm, sodass wir dann um 21 Uhr alle hier in Stimmung sind. Und ab Mitternacht trifft man sich dann zum Kotzen auf der Toilette. Nein, auf jeden Fall. Also, nein. Was ich sagen wollte, Österreich ist mein absoluter Favorit eigentlich immer. Nicht wegen den Liedern, weil sie so schlecht sind. Österreich schickt jedes Jahr ein neues Lied ins Rennen und meistens sind die beim Vorentscheid schon wieder draußen. Früher war es wenigstens so, dass die Länder, die auf die letzten Plätze gelandet sind, einfach ein Jahr aussetzen mussten. Und jetzt kommt ein Beitrag, mit dem Österreich zu Recht lange Zeit aussetzen musste. Ich glaube, als nach der Nummer für 10 Jahre verboten. Ja. Oh, da kommt schon die Kandidatin, sie ist ins Wachkoma gefallen. Da und hui! Jo, mein Gott, hier stehen auf der Bühne die Leute, die im Sterben. Es ist verrückt. Hier ist ja auch was los heute erstmal. Mit den Touris, jetzt fahren die Touris ins Wachkoma, jetzt müssen sie abgeholt werden mit dem Krankenwagen. Alles wir schaffen das. Wegen deinem Kleid.